Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Conviction. Wir brechen heute beim alten Arbeitgeber von Sammy ein. Beziehungsweise versuchen es erstmal. So? Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält, nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischergeschichten aus, oder? Wieso nicht? Er lebt immer noch. Warten wir besser mal, bis die beiden wenn weg sind. Wenn ich Sammy wäre, würde ich mit Sicherheit nicht herkommen. Ja, aber der bist du nicht. Und dafür danke ich dem Herrn. An alle, halten Sie sich Kontakt. Okay, so. Ging ja nochmal gut. Nächstes Mal soll ich aber ein bisschen besser aufpassen, glaube ich. So. Na? Nicht ungefährlich. SMS geschickt. Der Sicherheitsdienst sucht bereits nach ihm. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Freeman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. Oh, na wenn das so ist, wo ist er? Er versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das. Ich darf hier leider gerade relativ wenig Leute umbringen, wegen den Kameras. Na, da waren doch vorhin zwei, oder? Ich versuch's einfach mal. Das war... Ja, das war nix. Dann wohl nochmal. Sieht alles sauber aus. Wir müssen den Zugriff auf den Parkbereich sperren. Angst, dass jemand zufällig hereinspaziert? Dazu müsste man die neuen Codes der Schlüsselkarten knacken. Wir hätten doch lieber Handflächenscanner an den Aufzügen anbringen sollen. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für dich. Mist! Sie wissen, dass du da bist. Genau, ich schieße dem genau in den Kopf, aber der bleibt stehen. Na gut, wir warten jetzt wirklich mal. So. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält, nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischergeschichten aus, oder? Wieso nicht? Er lebt immer noch. Wenn ich Sammy wäre, würde ich mit Sicherheit nicht herkommen. Ja, aber der bist du nicht. Und dafür danke ich dem Herrn. So. Wollen wir mal? So. Beeil dich, Sam. Mein Kontakt hat eine SMS geschickt. Der Sicherheitsdienst sucht bereits nach ihm. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Freeman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. Oh, na wenn das so ist, wo ist er? Er versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das.
Okay, auf der Seite hier komme ich wirklich nicht weit. Da, er darf uns nicht. Oh. Das Gebäude wird verriegelt. Wo warten da bitte einer? Na gut. Und nochmal. Sieht alles sauber aus. Wir müssen den Zugriff auf den Parkbereich sperren. Angst, dass jemand zufällig da reinspaziert? Dazu müsste man die neuen Codes der Schlüsselkarten knacken. Wir hätten doch lieber Handflächenscanner an den Aufzügen anbringen sollen. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält. Nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischer-Geschichten aus, oder? Wieso nicht? Er lebt immer noch. Wenn ich Sammy wäre, würde ich mit Sicherheit nicht herkommen. Ja, aber der bist du nicht. Und dafür danke ich dem Herrn. Charlie Freeman. Das war's. Das Gebäude wird verriegelt. Sie wissen, dass du da bist. Na gut. Versuchen wir es mal anders. Sieht alles sauber aus. Wir müssen den Zugriff auf den Parkbereich sperren. Angst, dass jemand zufällig da reinspaziert? So. Beeil dich, Sam. Mein Kontakt hat eine SMS geschickt. Der Sicherheitsdienst sucht bereits nach ihm. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Freeman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. Oh, na wenn das so ist, wo ist er? Er versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das. So. Komm schon. Nein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Dankeschön. So, Kamera schwenkt rüber.
jetzt schnell rein da. So. So. Eins hätten wir. Wo geht's denn hier lang? Oh. Das wäre wahrscheinlich sicherer gewesen. So. So. Ja, ich rede gerade relativ wenig, weil das hier gerade ein bisschen gefährlich werden könnte. Warte mal, da ist eine Kamera, die erwischt ihn aber nicht, wenn ich da hinten den Abschuss vornehme. Mist! Nein. Ah. Vergiss es, Sam. Sie wissen, dass du da bist. Das Gebäude wird verriegelt. Ja. Einmal daneben geschossen und das war's dann auch. Oh, Gott sei Dank. Es wäre jetzt ein bisschen nervig gewesen, wenn ich wieder komplett von vorne hätte anfangen müssen. So. Na, komm her. Nächstes Mal warte ich auf den Moment, wo der sich so bückt. Dann, ja. Dann dürfte ich ihn ja relativ gut erwischen. Dann dürfte das weitere kein Problem sein. So, bück dich. So. Oh, Scheiße! Mann! Vergiss es, Sam. Sie wissen, dass du da bist. Das Gebäude wird verriegelt. Ja, heute irgendwie. Übrigens, das ist der Fail-Bildschirm. Ne? Jetzt kennen wir auch. Ah. Heute bin ich irgendwie total schlecht. So, komm her. Dann könnte ich nämlich den da hinten abschalten. Ausschalten, eher. Dann wäre das nämlich alles kein Problem mehr. Weil darum rumzuschleichen wird ein bisschen gefährlich, glaube ich. Ich kann's immer noch. So, jetzt haben wir das direkt gezogen. So. Jetzt haben wir nämlich hier unten nur noch den da hinten stehen.
Und auf den scheint auch keine Kamera zu gehen. So. Na, die reichen nicht bis nach hier. Wunderbar. So, da haben wir doch wenigstens das schon mal. So, anbringen. Und jetzt müssen wir da irgendwo hin. Ich gehe mal lieber wieder hier lang, weil ich ja hier schon fertig gesäubert habe. Dann schnell rein hier. So. Den Part hätten wir. Für Sam war Third Echelon immer gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit. Auch nach all dem, was geschehen war, hielt er daran fest. Aber jetzt kam er zurück, als Jäger. Und Leck. Als Feind. Als das Einzige, was er sich nie hatte vorstellen können. Und das Seltsame daran? Es war ihm vorherbestimmt. So, wir sind wohl angekommen, denke ich. So. Dann gehen wir uns doch mal einschreiben hier. Willkommen zu Hause. Ja. Tagchen. Tut mir leid, die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Versuchen Sie es morgen nochmal. Danke sehr. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab ihm mal gearbeitet. Ah, okay, das war nix. Ich habe aber doch auch eine andere Waffe, oder? Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie man die wechselt. Ja, guten Tag. Ich bin's wieder. Letztes Mal hat nicht so gut geklappt. Tut mir leid, die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Ja, wir wissen's. Danke sehr. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab ihm mal gearbeitet. Sicherheitsalarm. Hauptsturm abgefahren. Notstand verfügbar. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Warte. Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Kontakt! Kontakt!
So. Seine Position übermittelt. Er wartet irgendwo in einem Büro beim Serverraum. Verstehe. Okay. Wären wir jetzt dann auch drin? Und hier sind bestimmt Gegner. Wusste ich doch. Ja. Ich glaube, entweder ist heute nicht mein Tag oder es ist ein bisschen schwieriger geworden. Hallo. Nein, das wird nichts. Oh, Kacke. Ich glaube, ich sollte wirklich mal jetzt einfach ein bisschen rumprobieren, wie man die Waffe wechselt. Oder habe ich jetzt nur die... Nein, aber ich habe Splittergranaten. Wo habe ich sie denn jetzt? Blend, da. Keine Spur von Fischer. Ich bin nicht, dass er in unserem Gebäude Ich bezweifle es. Hier ist alles ruhig. Kein Fischer, keine Angestellten, gar nichts. Runter! Das alle? Dann nehme ich doch mal hier diese schöne UMP mit. Ah. Ich hatte doch noch eine andere Waffe. Ja. Leertaste. So.
Wie wechsle ich denn zwischen den? So nicht. Eins ist die. Aha, okay. Gut. So, weiter geht's. Hoffentlich jetzt ohne Fails. Bleibt abzuwarten. So. Hier ist auch nichts weiter. Der Serverraum. So, da scheint es wieder gewesen zu sein. Auch nicht wirklich galant gelaufen, aber es ist gelaufen. Blöde Kameras. Wo sind die denn? Keinerlei Kontakt, alles sauber. Fischer scheint nicht hier zu sein. So. Keine Spur von Fischer. Sicher, dass er im Third Echelon ist? Ja. So. Soweit wären wir dann schon mal. So, machen wir am besten mal überall das Licht aus. Ich habe eine relativ böse Vermutung, was das hier angeht. So. Na? So. So. Ist doch hier schön dunkel. Sind Sie
Fischer? Nö. Moment, mach noch die Tür zu. So. Ja, ich sehe dich doch. So, dann red. Hey, sind Sie Freeman? Ja. Ja. Sie sind Fischer, ja? Anna hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich war ein großer Fan von Ihnen, als Sie hier gearbeitet haben. Ein sehr großer Fan. Ich bin gerührt. Und was haben Sie für mich? Ich hab das. Ein UHF-Sonar-Sichtgerät. Besser als das Zeug, das Sie den neuen Splinter Cells geben. Setzen Sie mal auf. Voila! Damit können Sie im Dunkeln durch Wände und was weiß ich nicht alles sehen. Gar nicht übel. Hab es modifiziert. Es macht jetzt die Lasergitter des Sicherheitssystems sichtbar. Wenn Sie einen Strahl passieren, zielt ein Turm auf die entsprechende Stelle. Hab ich so programmiert, sorry. Und noch was. Die richtig guten Jungs haben auch so ein Zeug. Wenn Sie die sehen können, können die Sie vermutlich auch sehen. Danke. Sie sollten jetzt lieber abhauen. Ich schaff das. Ich sag den Wachen einfach, dass ich auf dem Klo gelesen habe. Die bringen mich dann zurück in mein Büro. Seien Sie vorsichtig. Viel Glück. So, da wir vorhin da schon die ganzen Typen gesehen haben, brauchen wir uns jetzt nicht mehr wundern, dass die kommen. Fischer könnte im Serverraum sein. Alle Leute dorthin schicken. Sofort. Ah. Zu uns kommen. Wir warten hier, bis sich der Gegner zeigt. Nein, du bist tot. Hier warten. Nach Gegner Ausschau halten. Gerichtet. Ich mit dem Falschen angelegt. Das ist Fischer. Max, scheiße weg. So. Bereich vor mir nicht sicher. Halte hier die Stellung. Glaubt, das waren alle. Ich auch. So, wir wollten jetzt irgendwo da hinten hin, denke ich. Sieht zumindest so aus. Wahrscheinlich bin ich hier auf der falschen Seite, oder? Einfach mal gucken. So. Na, scheint richtig zu sein. Alles beim Alten. Na, komm her. Hier ist alles viel. Ja, aber... So. Und? Ich bitte den Penner, der das gibt. Gesichert. Dahin? Hab nichts gefunden. Wo bist denn du? Da. Ungewöhnliche Vorkommnisse.
Aha. Nichts zu melden. Das ist keiner von uns. Das muss Fischer sein. Nichts zu sehen. Fischer wäre auch völlig verrückt, wenn er hierher käme. Wir kein Grund zur Sorge. Verstehe. Kopf hoch. Hier ist nichts.